da habt ihr wieder einen Riesensaustall veranstaltet. Ich bin echt enttäuscht von euch. Jetzt muss der arme Tuppel hier rumlaufen und den ganzen Schmarrn einsammeln. Und er weiß nicht mal, wie er hochkommt, der Arme. Nur weil ihr so eine Sauerei hier hinterlassen habt, schämt euch. Oh, und dann despawnt sogar noch der Stein direkt vor seiner Nase. Gut. Okay, hier kommen langsam krumme Sachen bei rum, ey. Ja, ich denke mal, wenn wir über 4000 sind, können wir mal wieder von Steinabbau switchen zu Flattening. Flattening. Flatten. Ja, mein Englisch ist heute auch ein bisschen eingerostet. Ja, sieht gut aus, wie sich das hier alles füllt. Wird langsam alles immer stufiger, löchriger. Jetzt immer noch toll, wie der Glowstone hier drin leuchtet, aber hier in den also nicht der Glowstone, der Brimstone. Der Brimstone hier in meinen Kisten leuchtet, aber der hier in den Felsen leuchtet nicht.
Der hat 11, der hat 19. Haben sie wieder schön verteilt. Ah, ja. Aber ja, es wird langsam. Ja, genau. Gehörst du zu der Mannschaft? Ja. So, dann machen wir euch mal eine Abkürzung hier. Eine kleine jedenfalls. So. Bisschen scheint's zu helfen. Hey. Oh, und wir sind schon weit drüber, also Flupp. Ihr dürft wieder auffüllen. Ihr dürft wieder im großen Ganzen Steine verbauen. Da nehmen Sie mich beim Wort und räubern schon wie die Großen. Und werden wahrscheinlich wieder irgendwelche random Blöcke füllen. Jo, Steine fliegen in der Gegend rum. Aber ja, gefühlt sind sie etwas schneller geworden dadurch, dass ich hier jetzt das Ding gegraben habe. Thank you.
Ich glaube, ich habe dafür die Zukunft eine Idee, wenn der Teil hier weg ist. Oh, hier wird aber gut gefüllt, muss ich sagen. Oh, und die Sonne geht gerade wieder auf. Sehr schön. Hey, nur noch drei Ebenen und die dritte ist schon recht löcherig. Ja, und jetzt wird hier seitlich weggegraben. Klappt aber jedenfalls. Auch hier klappt es. Sehr gut. Ja, die Steine haben sich auch wieder richtig eingependelt. Ah, es ist noch besser. Na, mal sehen. Ich bezweifle zwar, dass wir in der Aufnahmesession den hier fertig kriegen werden. Aber so gut wie, glaube ich mal.
Song. Er hat's aufgefangen. Ja, um echt eine komische Art aufzufüllen. Das wäre übrigens gar nicht unpraktisch, auch so einen Pfeil zu haben, um die Füllrichtung zu bestimmen. Also zu sagen, ich wähle das hier aus und wähle das von hier nach hier in die Richtung gefüllt wird. Oder von hier nach hier oder hier nach hier oder hier nach hier. Und dann fangen sie halt in der Reihe an, dann die, dann die. Und ja, das würde gehen, weil das hier geht ja auch. Erst die oberste Sheet und dann alle weiteren. Sie graben nicht Löcher irgendwo willkürlich rein. Ja, Wunschkonzert. Da. Nur wenn.